So, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir sind in Kyrela angekommen und werden jetzt schauen, dass wir Flavius finden. Beziehungsweise erstmal Diokles finden. Wir müssen hoffen, dass wir, ich weiß nicht, was Feindespräsenz betrifft, ob jetzt so viele... Ob das, es ist aber kein Sperrgebiet, es ist eine Stadt, ne? Und daher ist es wahrscheinlich erstmal noch unwichtig. Beziehungsziele in der Nähe. Sendung anrufen. Rufen. Aber es sieht nicht so aus, als wäre da irgendwo. Geht's groß, was. Gut. Arena von Kyrene. Aber wie gesagt, nochmal. Es ist jetzt erstmal nicht. Wie gesagt, ich möchte das Thema jetzt gerne heute zu Ende bringen noch. Da wäre eine Nebenquest sogar. Was ist das für eine Nebenquest? Welchen Level sind die? 35, die Mausefalle. Unterhaltet euch nicht. Und der Flur von Kyrene. Also hier sind noch 3, 4, 5 Nebenquests. Aber nein. Wir haben den Level, den wir brauchen. Reite ruhig vielleicht mal offscreen und ich sage, ich level ein bisschen. Oh, hab ich jetzt. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Ballagret zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Nebenquest gestartet habe. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Ja, du hast richtig. Fügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Und wie setzte dich, unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin bei dir. Geht es ihr gut? So gut es jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitung. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren. Nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus. Dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder. Wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. So, Flavius ist in der Akropolis. Wir möchten die Welt so haben, wie sie ist. Aber da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Action drin sein. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht alleine sein werden. Da hoch müssen wir. Da kommen wieder ein paar Römer. Die lassen wir jetzt gerade mal ein bisschen außen vor. Ich will nur kurz noch hochklettern, bevor wir jetzt das Zeno greifen. Ja, da kommen wir hoch. Perfekt. So. Wow, 37. Aber das ist nicht Flavius, oder? Ne, ist es nicht. 36. Klar, ist natürlich ohne Ende Feinde. Also sollten wir tun, jetzt aufpassen. Da ist noch ein Katapult, aber ich weiß gar nicht, ob wir ein Leuchtfeuer hätten. Rein theoretisch. Weil die kein Leuchtfeuer hätten, das wäre super. Dann hätten können, bräuchten sie, können sie nämlich auch keine Verstärkung holen. Sieht aber nicht so aus. Gut.
Oder ich habe zumindest noch nicht gesehen. Oder aus dem Feind. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, ein bisschen vorsichtig jetzt durchgehen, agieren, weil wir müssen darüber. Ich werde jetzt alles mehr oder weniger, was jetzt unnötig ist, auf dem Weg in Ruhe lassen. Ja gut, es war jetzt mehr oder weniger schon richtig so, dass wir... Oh, ich kann... Warte mal, kann ich hier was mitnehmen? Ja. Damit haben wir ja... Da sind unten noch welche, aber die brauchen wir jetzt mal gerade noch nicht, wirklich. Wir müssen echt höllisch aufpassen gerade. Schön, die römischen Götter außerhalb von Rom zu sehen. Prokonsul Flavius jagt mir eine Scheißangst ein. Hast du die Gerüchte über Siva gehört? Tibiave! Tibimane! Et nunc vinimus! Ego ludere sordida! Das haben die gerade gar nicht mitgeschnitten. Wie gesagt, ich möchte eigentlich ganz ungern den ganzen Haufen da unten machen. Klar, könnte man jetzt machen. Aber wir lassen es. Scheiße, das soll ich jetzt ehrlich vermeiden. Ja, mein Beileid. Aua. Aua. What? Wie schnell hat der mich jetzt down gekriegt? Scheiße, den habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Da müssen wir das mal nochmal angehen. Warte mal, die Frage ist, wie weit haben wir jetzt gespeichert? Scheiße, jetzt sind wir natürlich wieder... Kacke! Moinsen! Fresse! Schwer bewacht. Ja, natürlich wird er schwer bewacht, aber wir müssen jetzt erstmal. Oh, kurze. Moin, Sie. Jetzt weiß ich. So. Und den habe ich gerade eben schon geplündert. Das heißt, wir werden den gleichen Weg wieder gehen. Außerhalb von Rom zu sehen. Prokonsul Flavius jagt mir eine Scheißangst ein. Hast du die Gerüchte über Siva gehört? Tibiave! Tibiave! Ja, ja, du hast nichts gesehen. Scheiße, den hab ich gesehen. Kann ich da rein? Ja. Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn, den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meine Todestod, Römer? Nein. Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott! Ich sehe es aber nicht so. Scheiße, wo hab ich den gesehen? Du brauchst uns. Warte mal, was ist der denn?
dich zertrickt! Ich setze mich jetzt gerade mal ein bisschen außen vor. Die soll jetzt ihre Leute schicken, ist mir scheißegal gerade. Kann ich mich nicht aufhalten? Dein Magi-Freund in dieser Fahrt hatte auch so eine stürmische Art. Wie dein Sohn. What? Weil ich mich nicht heilen kann, oder was? Du bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest den Waffen beitreten sollen. Du brauchst uns! Doch du wähltest Sklaverei. Der Mörder verkriecht sich in den Tempel. Dein Magi-Freund hatte auch so eine starke Art. Wie dein Sohn. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, gerade was. Meine Macht, mein Potenzial, spürst du das nicht? Sie kann mich aber nicht heilen, das ist das Problem an der Nummer. Du bist doch nur ein Bauer. Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Ägypten nicht. Fick dich doch! Ich muss hier ein bisschen aufpassen gerade. Aua. Nein, 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 Mann! Warum kann ich mich nicht komplett heilen? Guck, guck. Fick dich doch, ey. Ja, du kannst mich mal, ey. Boah, ich weiß nicht, warum ich Level 35 erst machen durfte. Der ist nicht ganz ohne, der Typ. Du bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde. Tricks Flavius, ey. Jetzt haben wir es ein bisschen. Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Aua! Doch du wähltest Sklaverei. Fick dich doch.
nicht dein Trick. Ja, fick dich. Könnt ihr eigentlich mal. Wo sind die zwei? Ah, oh, Mann, gib mir. Ja, könnt ihr eigentlich auch was anderes machen, außer das? Ihr feigen Fühner. Ich habe natürlich schon wieder ohne Ende Energie verloren. Ja, ja, kannst mich mal am Ohr schlecken. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei. Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Wie bei allen anderen. Leco mio, ey, das ist zum Kotzen mit dem Typen. Wo ist der? Da. Meine Macht. Mein Potenzial. Fuck you. Du das nicht? Ich war zu weit weg. Bauer, Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Düften nicht. Ich habe immer noch so viel Energie, der Typ. Nein, 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 hör auf mit der Scheiße jetzt. Du hast meinem Sohn das Jenseits verwehrt. Oh, Alter. Wir brauchen definitiv ein bisschen Level. Du kannst mich mal am Ohr schlecken, Kollege. Scheiße. Was ist der denn? Wo bist du denn schon hin? Feigling. Willst du mich verarschen jetzt? Hau auf, jetzt von mir! Geh mir nicht auf den Senkel, du Vollpfosten! Ich muss... Boah, diese Scheißfähigkeit von ihm! Anderes machen, ey. Jetzt hab ich doch den zweiten Balken verloren, ey. Aber ich hab. Ach, Mann. Nichts anderes kannst du. Ey, ich krieg dich, Mann. Ja, du kannst mich Ohr schlecken, ey. Fuck you! Mann, verpiss dich nicht immer! Geh mir nicht auf den Sack jetzt, Alter! Wo ist der Typ? Da. Ich habe keine Fähigkeit und hab immer ein Erd. Ich sehe nichts, wo er ist, ey. Da ist er. Jetzt versucht er gerade ein bisschen wieder seine scheiß Fähigkeit anzusetzen. Ja, du kannst mich wo. Aha, kannst du irgendwas anderes machen, außer dieser scheiß Fähigkeit? Du bist ein Arschloch, du gehst mir nämlich auf den Senkel gerade. Ja, jetzt hast du mich wahrscheinlich. Thank you.
Ja, man könnte ja auch was anderes machen. Außer mir auf den Senkel gehen, ey. Zeit. Ja. Ihr seid zu dritt, ihr Affen. Jetzt haben wir dich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Am Ende war er doch. Boah, harte Nuss. Harte. Mein Kind, Flavius. Mein Kind. Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden. Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Ja! Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es nicht! Schon gut, Papa. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Der Löwe Flavius erledigt. Aya muss erfahren, dass Remus K. Ruhe gefunden hat. Kuckuck. Ich frag's jetzt. So, der ist tot. Keine Dings mehr. Ego ascendam tibi dolor. Wegrasiert. Sehr schön. So, der letzte Magiles, die letzte Quest, die uns noch fehlt. Die hier nämlich noch. Und die machen wir. Und das wird wahrscheinlich das Finale sein. Ich denke mal, wir machen jetzt mal kurz hier raus, weil ich will jetzt nicht. Wo müssen wir denn da hin? Da hoch. Gut, wir müssen jetzt nach Alexandria. Wir können nicht. Weil wir im Kampf sind, oder was? Jetzt.
Zimmer. Erstmal wieder raus. Ich glaube, wenn wir auf dem Schlachtingsbahn im Kampf gewesen sind. So, ich hoffe, jetzt hier. Wie gesagt, wir lassen jetzt einfach die Leute, die da sind, da sein. Ist mir scheißegal, die werden eh nichts mehr machen. Wir haben Flavius. Habe ich die jetzt? Warte mal, Ziele gucken? Ja, der Schakal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder zum letzten Magi. Und das ist dann die letzte Quest in Let's Play Assassin's Creed Origins.